Willkommen zurück zu Let's Play Crysis. Wie versprochen, heute wieder Crysis. Wow, ich habe schon wieder Lust und ich werde schon wieder verrückt. Na, ich muss es kontrollieren. Ich kann einfach nicht ernst bleiben hierbei. Ich weiß nicht wieso. Und ja, da hinten Koreaner. Hallo Koreaner. Welche Waffe habe ich in der Hand? Gut, die hier. Das wäre so ein schöner Schuss gewesen. Und der war jetzt zu schnell. Ja, das ist einfach. Das ist einfach. Weg. Das war schön. Uns hat keiner gesehen. Habe ich ihn getroffen? Wollen wir mal gucken, ob da irgendwas liegt. Kadaver. Was haben wir denn hier? Wir wurden enttarnt. Durch Tarnung. Ja, ich bin gerade nicht wirklich dabei. Ich hab gerade erstmal gecheckt, ob alles am Aufnehmen ist. Ich war gerade in Zweifeln. So, jetzt geht's aber richtig los. Und da hinten ist schon das Flak, das wir auch... Flak. Das wir heute auseinandernehmen müssen. Haben die normalen Teile nicht inzwischen auch Raketen dran? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Spiel ist schon ein bisschen weiter in der Zeit. Als ob die Flaks keine Raketen haben. Also eine Mischung aus Flak und Flar. Flugabwehr. Rakete, hallo? Das wackelt mir gerade zu sehr. Der Typ, ich glaube, da war mal was. Im Liegen verbessert sich die Präzision. Allerdings habe ich dann im Liegen den Nachteil, dass wir Gras in der Fresse haben. Vielleicht hier auf den Stein legen. Obwohl, jetzt sind wir so nah dran, wir müssen treffen. Jo, er wackelt kaum noch. Hallo, Koreaner. Ja, jetzt, was machst du? So. Und mir gefällt überhaupt nicht das... Oh, fuck. Wieso habe ich mich gerade hingestellt? Oh Gott. So, jetzt reicht's. Erstmal hier... Wo stelle ich den Feuermodi verdammt nochmal um? C, nein. Genau, X, merken. X, Feuermodi. Wie soll ich mir denn da eine Eselsbrücke machen? Hallo, geht's noch? X gleich Feuermodi, hä? Okay, vielleicht, wenn ich den Gegner treffe, haben sie wie in Comics immer zwei X vor den Augen als Zeichen, dass sie K.O. oder tot sind. Ist ein bisschen doof, aber es passt. Und wir haben wieder ein Problem. Chien. Wir haben ein Riesenproblem. Wir sind jetzt gleich enttarnt. So. Wir laden ein wenig auf. Kriechen wieder vorwärts. Wo ist der andere? Der steht da. So. Peng. Was? Peng. Peng. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Mein Gott, ey. Und ich glaube, das war's. Das könnten alle gewesen sein. Schön aufstehen. Schön ein bisschen Munition abgreifen, denn... 8 Kugeln? Oh Gott, Orgie. Wo sind wir hier reingeraten? Ich weiß, dass die Koreaner uns so pervers waren. Aber... Nee, pervers sind. Nicht waren. Aber das? Und der Schatten sah gerade ein wenig merkwürdig aus. So, jetzt frage ich mich. Was mache ich mit dir? Du bist so groß. Was soll ich mit dir tun? Und? Er hat Raketen. Habe ich beim anderen gar nicht gesehen. Also es ist kein einzelnes Flak. Es ist ein Flakpanzer, aber er hat Raketen. Also müsste es ein Flakflarpanzer sein. Aber das klingt doof, also ist es ein Flakpanzer. Und? Bums. Mehr sage ich nicht. Die schöne Aussicht wieder. Und ja, hier ist es dunkel. Und wieso? Was mache ich hier? So. Ich mag keine dunklen Orte. Nicht aus dem Grund, dass ich Angst im Dunkeln habe, was ich nicht habe. Ich wollte gerade hätte sagen, was richtig gewesen wäre. Oh Gott, wo kam das her? Ich weiß, wo das herkam. Es kann eigentlich nur von dieser Richtung. Okay. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo das hergekommen sein könnte. Obwohl, hier fahren immer noch. Tatsache. Aber da ist keiner. Ich mache mich mal sichtbar. Dann wird mir immer auf dem Radar gezeigt, von wo Schüsse kommen. Obwohl, wurde gerade eben auch nicht. Weswegen sollte es jetzt passieren? Ah, was soll's. Du kannst nur einen Raketenwerfer tragen. Okay. Seemine. Ich habe noch nie eine Seemine in die Luft gejagt. Okay, es ist nichts Tolles. Seemine.
Nee, Raketenwerfer, so. Wir nehmen uns einen Raketenwerfer mit, denn Raketenwerfer sind toll. So, Sprengladung, Sprengladung, Munition, Munition. Oh Gott, ein Paradies. Wofür braucht man die ganzen Raketenwerfer hier? Sprung! Oh oh. Oh Gott, ich werde von irgendwo abgeknallt. Fliegt hier irgendwo was rum? Ah, ich weiß, von wo es kommt. Schnell verstecken. Das ist Panzermodus. Ich kann mir nicht erlauben, noch mehr Energie zu verlieren. So, und wir haben gerade eben ganz viele Dingsbums gesehen. Ich habe schon wieder gesagt, Dingsbums. Total sinnlos. Raketenwerfer, deswegen erlauben wir uns einen kleinen Joke. Rache! Was? Mit einem schon? Was mache ich denn jetzt mit den anderen zwei? Und ich mache in dieser Folge irgendwie nur Mist. Ich mache nichts. Das war knapp. Konstruktives. Was könnte ich noch in dieser Folge unterbringen? Ja, wenn ich das mache, wird wieder die neue Quest ausgeschaltet. Eingeschaltet. Ausgeschaltet wäre schön. Das will ich noch nicht. Und... Was greift mich verdammt nochmal die ganze Zeit hier an? Ich blick nicht durch. Ich werde aus dem Nix bombardiert. Hallo? Ist hier irgendwo noch so ein masochistisch veranlagtes Boot? Da! Bums! Okay. Ich werde irgendwo abgeknallt. Nee, von irgendwo abgeknallt. Ich habe keine Ahnung von wo. Und es geht mir gehörig gegen den Strich. Es kann doch nicht sein, dass sich hier irgendwo ein unsichtbarer Gegner befindet. Das gab's nur in dem letzten Level. Da ist echt keiner. Verdammt. Aber hier muss doch irgendwo einer sein. Ich krieg doch voll die Kugeln hier ab. Leute, wenn ihr seht, wo er ist... Oh. Ich werde jetzt nicht abspeichern, deswegen... Das... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich wollte gerade eben schon, aber... Die Schüsse haben mich abgelenkt. Es ist ein Sniper. Wer hätte das gedacht? So. Wieder mit dir! Das ist doch schön, oder? Problem gelöst. Wir werden aber jetzt gleich mal darüber dackeln. Denn... Munition? Also ich meine jetzt nicht den Raketenwerfer, sondern Sniper-Munition. Und dieses Mal ganz mutig. Und nochmal. Und genau hier drauf. Liegt er jetzt hier? Ich sehe ihn nicht. Ist mir auch egal. Das tat weh. Habe ich den jetzt darauf geworfen? Kommt mir nicht so vor. Rechtsklick. Genau. Bums. Perfekt. Okay. Im Hafen steht noch ein Artilleriegeschütz. Schalt es aus, damit wir Luftunterstützung anfordern können. Das sind unsere. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich will aber nicht dahin. Ich will da. Obwohl, ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, die Munition zu finden, da er im Berg unterging, in den Trümmern unterging, die zu finden, ist sehr unwahrscheinlich. Erstmal das Licht aus. Machen wir nur auf uns aufmerksam. So nach dem Motto, hier bin ich, die schon. Muss ich nicht wirklich haben. So. Gehen wir richtig? Ja, wir gehen richtig. Wir gehen anscheinend durch das Wasser in Richtung Hafen. Obwohl, nee, wir können da hinten hin. Das ist schön. Und da, der Busch, wie er schon benannt wurde. Ich glaube, Jacke war das. Das ist kein Busch, das ist ein wunderschöner, tropischer Wald. Und hier, Unterwasserwelt, Korallen, finde ich leider nicht so schön gemacht. Aber Korallen hat nicht jedes Spiel. So, aus dem Wasser raus. Ich mag kein Wasser. Also, Nomad mag kein Wasser. Woher ich das weiß, ich habe ihn nicht gefragt. Ich habe ihm zu ich sage ihm, was er zu tun und zu lassen hat. Und wir legen uns hin. Wir können uns nicht hinlegen. Geht's noch? Ach, wir waren schon. Die kriegen wir nicht mehr, oder? Ich muss mal auf was Präziseres zugreifen.
Komm her. Nee, das ist kacke. Der andere bleibt dann dahinter stehen. Ich will beide haben.